Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Rams Girata. Und bevor wir jetzt gleich wieder in diese Richtung aufbrechen, weil da müssen wir lang, wollen wir erstmal hier das ganze Zeug plündern. Okay, von dem haben wir alles unser Munitionsmaximum erreicht, aber was liegt denn da? DC? Das ist das erste Mal, dass wir so Munition für den DC aufsammeln. Das ist, ja, direkt eine kleine Premiere, auch schön. Was habe ich getan? Nein, ich wollte diese Waffe behalten. Habe ich die jetzt? 5? Ja, habe ich das, gut. Das ist ich wollte... Los. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Verlasse Posten. Formieren. Bin in Position, Boss. Okay, jetzt sollte da alle wieder... Warte auf weitere Befehle. ...halbwegs beieinander sein. Ich verspreche mich schon wieder, aber... Ja, ist nicht so schlimm. Heilen Sie sich, Delta. Ich höre aber was. Wo kommst du denn her? Und wieso guckst du durch die Wand? Gute Arbeit, Leader. Okay, wow, was willst du denn hier? Meine... So. Gegner beseitigt. Was war das denn? Was ist das zum Geier? Naja, jetzt ist es kaputt. Was ist das? Sieht aus wie ein Sondendroide, aber die Frage ist, ist der von uns oder von den Trandos? Ich würde aber sagen, da er mit den Trandos angekommen ist, ist er von den Trandos. Naja, ihr halt euch erstmal. Heilen Sie sich, Delta. Bin dabei. So, und ich wollte noch gucken, was da oben so los ist. Ich meine, man macht ja nicht umsonst hier einen Gang hin. Oh, Sniper-Munition. Wunderbar. Kampfbereit. Ja, 07 ist kampfbereit. Das ist sehr schön für 07. Ja, ihr formiert euch aber alle mal. Formieren. Bin in Position, Boss. Und ich hau schnell noch eine Tonsicherung rein. Position. So, der Satz war jetzt komisch verzerrt bestimmt, aber... Ne, ich meine... ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Okay, so... Perfekt, dem habe ich mein gesamtes, nein, nicht ein gesamtes Magazin, aber es hat gereicht, um ihn zu töten, so. Okay, vorwärts geht's, immer mal ein bisschen vorsichtig hier in die Ecken reinkommen, da verstecken die sich gerne. Hier ist aber nichts so. Oh, da kommen wieder welche. Geh kaputt, ja, ich gehe erstmal hier rein. So, hoch hier, da haben wir nämlich eine erhöhte Position und das eignet sich immer ganz gut. Und auch direkt Munition, also alles wunderbar. Okay, ab in die Birne. So, da kommen wir auch hoch, aber was liegt da? Ist das DC-Munition? Ja, ist DC-Munition. Gebiet sichern. Roger. So, ihr geht mal da runter. Können wir dich kaputt machen? Ich meine mich zu erinnern, dass das Kameras sind. Konnte man auch in den Filmen, glaube ich, sehen. So, ich nehme den schnellen Weg, die Abkürzung. Ist das wer? Geschütz, oh mein Gott. Halten Sie Ihre Position. Okay, Roger. Wir ziehen uns eben mal zurück. Position hier. Halten. Roger. Das reicht. Ich komme schon wieder in Probleme. So, vorsichtig um die Ecke gucken. Gute Arbeit, 3-8. Boah, wie er röchelt. Naja. Ich versuche mich mal allein vorzuwagen. Wenn ich mich alleine vorpresche, dann fällt den Trandus mit ihrem Geschütz da hinten vielleicht nicht auf, dass ich... Ja, dass hier Feindaktivität ist und ich komme vielleicht ein bisschen besser durch. Okay. Aber erstmal die Munition da einsammeln. Geh in Deckung. Ja, wo was willst du denn in Deckung gehen? Wieso schwebst du? Wieso schwebt ihr? Na egal. Oh Gott, Scharfschützengewehr. Ich meine, wir haben ja Munition aufgesammelt, das heißt, wir können es jetzt leisten, ein bisschen was zu verschwenden. Da ist... Ist da jemand? Ich bin gerade echt unsicher. Das ist ein Söldner, der hinter dem Geschütz steht, genau. Vorsichtig vorpirschen, jetzt wird er da gleich reinkommen, genau. Lass mich da durch zum Geier. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Mann! Wow, da ist auch noch einer. Puff. Nein! So. Okay. Ja, ich habe mich wieder halbwegs... Ah, Nahkampf. Ich komme mit dem Zoom nicht klar. Okay, der ist down. Und so wie ich die Soundkulisse höre, schießt er wunderbar auf mich ein. Und... Mein Gott! Was ist denn hier los? Moment, nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Ah, geh mir aus dem Weg, du! Bums. Nein! Nimm doch meinen DC raus. Ah Gott, ich komme gerade mit den Hotkeys durcheinander. Ja, der ist down. So, jetzt erklären. Der ging direkt ins Maul. So, ja, wie machen wir das? Da vorne ist ein nerviger kleiner Zwerg, aber... Ja, ich will erstmal... Okay, Problem. So, ich ziehe mich zurück, auch wenn ich überhaupt nichts sehe. Ah, lass mich durch. Und warum wir hier rumstehen? Ja, kommt mal mit. Okay, alleine vorpreschen hat sich nicht als wirksam erwiesen. Ich brauche mein Team. So, ja... Alle auf einen, das, dann geht's schneller. Tja, genial. Okay, ich duck mich mal und jetzt ist er auch kein Problem mehr. Und er schlägt schon wieder an.
Leute zurück. Position sicher. Ja, Sir. Ah. Ja, geht mal zurück hier. Ich werde den mit dem Scharfschützenschuss erledigen. Bums, erstmal den. Oh, der hat es überlebt. Wie das? Bums. Du auch? Bums und... What? Okay, jetzt schön in die Omme. Da. Ist er tot? So, fast so. Ja, jetzt konnte ich mein Werk natürlich nicht bewundern. So, erstmal du. Bums. Und... Mann, du versperrst mir den Weg. Geh aus dem Weg. Ja, Treffer. Wunderbar. Kontrollpunkt gespeichert. Laut meiner Scans halten sich die meisten Trandoshaner im Zellentrakt auf. Was wollen die nur mit dem Zellentrakt? Vielleicht mögen sie die Hitze. Ich sorge schon dafür, dass ihnen heiß wird. Okay, ja, wir haben es doch noch ganz gut geschafft. Ich habe endlos Scharfschützenmunition vergeudet. Kommt mal mit. Delta-Team formiert sich. Und da kommt noch einer. Der ist zu spät gekommen zur Party. Naja. Sollte jetzt nicht das Problem werden, die drei Trandos noch zu erledigen. Die drei Trandos, naja. So, Scorch, mach du die Drecksarbeit. Ich gehe mich erstmal heilen. Habe ich mir verdient. Puh, schon wieder endlos Action hier. Naja. Ja, was röchelt ihr da vor sich hin? Vor euch hin, ne? Okay. Ich gehe in Deckung. Oh, ey, haben die da einen Trandos-Spawnpunkt oder wie? Exzellenter Treffer, Teamleader. Dankeschön. Action voraus. Noch mehr, meine... Ja. Ah, geh mir aus dem Weg. Und dank dir habe ich jetzt den armen Astromink getroffen. Pff, nerviger Drecksack. Naja. So, vielleicht liegt hier oben wieder Munition. Käme wirklich ziemlich gelegen. Ja, da hinten liegt auch noch was. Die gehe ich auch gleich holen. Obwohl, bringt nicht mehr wirklich was. Oh, jetzt bringt's wieder was. Formiert euch erstmal. Ich will mich vorsichtig vorpushen. Ich will ja nichts übersehen. Da liegt schon wieder so ein Ding. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Okay, ja, du willst auch spielen? Ah, okay. Heilen wir uns erstmal wieder. Schildträgerin regeneriert sich auch wieder langsam. So, nicht die Wegstaben verbuchseln. Und ich gehe eben in das Geschütz, weil wenn da so viele Trandos ankommen und gespawnt werden... Sir, ich empfange eine Blindesignatur. Lass mich da rein. Ich überprüfe das. Lassen Sie sich nicht ablenken, 4-0. Wieso ist das Geschütz so träge zum Geier? Söldner! Mein Gott! Ich komme mit dem Geschütz nicht klar. Raus hier. Geht da einer, ein anderer rein. So, rein da. Wir brauchen dieses Geschützkommando. Ja, lass mich durch. Von hier kommst du schon mal nicht, das ist gut. Aber wir haben ja auch gesehen, okay, dass sie über die Hindernisse rüberklettern. Also, lass mich aus dem Weg. So, ist da jetzt ein guter drinne? Ja. So, du stirbst? Stirb. Ist er tot? Ja, er ist tot. Ha, wir können es ja sogar noch machen bei der Leiche. Also, das haben die Entwickler wirklich, wirklich, wirklich schön gemacht. Das ist eine richtig, richtig feine Idee. Wieso leckt das? Geh sterben. Was hat er geworfen? Ja, er kann nicht werfen. Lusche. So, Manometer. So, wo lang müssen wir? Ah! Hast du mich jetzt gerade abgeschossen? Lusche. Ja, hier lang muss ich nicht, okay. Aber ich erkunde trotzdem mal. Ja, wir pirschen uns vor. So, vorsichtig. Puh, der ist zerplatzt wie ein Käfer. Ah, mein Gott. Pff, Trando vom Nahen, oder wie? Naja. So, vorsichtig geht's weiter. Ja, hier geht's direkt wieder rein. Ja, nerv nicht. Ein Feuerwerk. Okay. Munition täte jetzt echt Not. Ja, es gibt aber keine neue. Da gibt's neue. Aber keine TC-Munition, verdammt. Gibt's hier ein Terminal zum Hacken? Nein. Was? Ja, 7, magst du die vielleicht mal wegbomben hier? Die spawnen da, Leute! Könnt ihr das mal lassen? Weg von dem Geschützkommando. So. Keine Munition mehr. Doch. Gebiet sichern. Roger. Ich komme hier schon wieder echt in Probleme. Ja, nerv du nicht, du kleiner Drecksack. Mein Gott, jetzt wäre ich schon ausfallend hier. Ah, hatte ich lange nicht mehr. Na, wir haben aber das Team wieder beisammen. Delta-Team formiert sich. Bin in Position. So, und jetzt geht's auch wieder vereint in eine Richtung, nämlich da lang. Und... ja, erstmal hier hoch, da oben lag noch Munition. Ich weiß zwar nicht welche, aber irgendwas lag da. Könnten Blendgranaten gewesen sein oder sowas ähnliches. Ja, hier hoch. Bin unterwegs, warte auf weiter. Ja, sind Blendgranaten. Haben wir aber noch volle Blendgranatengröße, also von daher war das jetzt ein sinnloser Umweg. Ja, hier geht's lang. Immer gut eine erhöhte Position zu haben. Besonders wenn man... Mein Gott! Reparieren Sie den letzten Schaltkreis, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Okay, wo ist der letzte Schaltkreis zum Teufel? Nein, nicht zum Teufel. Lass den Teufel hier raus, der hat damit nichts zu tun. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Im Star Wars-Glauben gibt's keinen Teufel. Ja.
Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich mich anders helfen soll. Granate. Ja, von da kommen keine, das ist schon mal gut. Von hier kommen sie aber umso mehr. Ja, hau ihm eins ins Jetpack. Ja, dann halt nicht. Dann halt alles von Panzer ist auch irgendwann durchschossen. Puh, was für ein Loser, der hat sich selbst in die Lust gesprengt. Okay. Ja, lass mich durch. Wir machen jetzt die vollkommene Offensive. Bams. Team, Giftgas, Helme versiegeln. Ja, das kann uns gar nichts, das ist ein bisschen Giftgas. Richtig, Sehr gut, aber jetzt sitzen wir hier drin fest. Die Signatur der Klontruppen kommt von einer Position unter Ihnen. Suchen Sie ein Gitter und platzieren Sie eine Mine. Jetzt weiß ich auch, wofür das Ding war, wovon ich gegen ihn gegengeschossen habe. Genau. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Deltas. Scorch, machen Sie ja, aber ich finde gerade den Effekt des Giftgases schön. Das haben sie schön animiert. Fast. Ja, fast fertig, mach hin, wir haben nicht ewig Zeit. Oder Luft. Ja, da. Hm? Bumm. Und runter. Wuhu, ja! Mein Gott. Wo sind wir? Wechselvisormodus. Okay, erstmal X. Wow! Was zum... Soll das ein Witz sein? Okay, jetzt wird's an. Mein Gott. Raus, Team. Das Landungsschiff der Tandoshana nähert sich. Nee, ich mach wieder aus. Ich hab keine Lust, hier in Leichen rumzulatschen. Obwohl... Ja, ein bisschen was... 4-0 meldet Sammler. Nervlich. Sind die Sammler also da? War da noch einer? Nee, war nicht. Okay, ja, aber es freut mich, dass wir mal wieder... Ja... Gelegenheit haben, unsere wunderschöne Nachtsicht einzusetzen. Kommt da jetzt noch wer oder nicht? Wenn einer kommt, dann hat er sofort ein Loch im Kopf. Ja, es ist bloß gerade ein bisschen schwer, jetzt mich hier zu orientieren mit der Nachtsicht, weil ich weiß nicht, wo vorne, wo hinten ist, wo wir überhaupt hin müssen. Verlassen Sie die Müllluftschleuse. Ja, wo lang müssen wir da? Wohl hier lang, aber ich will mich erstmal umsehen. Okay, die Schweigeminuten spare ich mir jetzt. Das würde ausarten in ewige Fummelei hier. Naja, gehen wir erstmal raus hier. Können wir hier wieder ausmachen? Nee, noch nicht. Schau mir in die Augen. Nein. Ja, nerviger Sammler. So, der ist tot. Fliegt in mich rein, aber das nützt ihm überhaupt nichts. Wow, lass mich aus dem Weg. So. Hecken Sie endlich das Terminal. Eine Schalltafel für Geschütze. Ja. Meine Gott. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe überhaupt nichts. Okay, der kommt geflogen, aber kann nicht zielen. Der konnte zielen, verdammt. Okay, jetzt helfen uns die Geschütze. Sie umzingeln uns nicht, erzähl keinen Quatsch. Was sagt die Zeit? Ja, ich muss mich ranhalten zum Geier. Ja, wir ziehen uns zurück. Ein bisschen aushalten können wir sie noch. Mach Dings aus. Oh, wir können wieder normal sehen, okay. Wir haben noch diese Waffe, genau. Die wird uns jetzt erstmal die Haut retten. Ja, komm mit. Formieren. Ja gut, hier sollte man doch die Nachtsicht wieder anmachen. Ich sehe keinen blassen Dunst hier. Allerdings kann ich so auch nicht in die Weite gucken. Das ist jetzt eine blöde Situation. Okay, aber wir scheinen die Angriffswelle der Trandos zurückgeschlagen zu haben. Da ist ein Scharfschütze in Position. Auch schön. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. Okay, aber ihr haltet hier erstmal die Position. Halten Sie Ihre Position. Ich guck noch darin, was es da so Schönes gibt, aber dazu mache ich die Nachtsicht an, weil sonst sehe ich hier nicht den blassesten Dunst. Die Armen. Aber gibt's hier wenigstens ein bisschen Munition, dass der Tod nicht sinnlos war? Thermaldetonatoren, aber die brauche ich nicht. Ja, raus hier. Hat mir nichts gebracht, schade. Okay. Aber wie es sein kann, dass da total hell ist und hier ist einfach nur ein schwarzes Loch oder wie? Es ist unrealistisch. Naja, ja, wie viel Zeit haben wir? Wir sind bei... Ja, Mitte 14. Minute. Ja, ich verabschiede mich dann mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando, kommentiert von Rams Girata. Schöner Screenshot übrigens gerade. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir hatten mal eine extreme Action-Folge. Also, so viel Action wie heute hatten wir lange nicht mehr. Ich habe vor lauter Action sogar meine Asynchronitätssicherungen vergessen. So dass ich hoffe, dass nicht allzu viel Asynchronitäten reingebaut wurden, aber... Vielleicht sind schon alle erledigt. Na, wird schon nicht. Wie gesagt, bis demnächst.